Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf Genie Adventures. Marius zwingt mich, hier in den Dschungel zu gehen. Zugegeben, in meinem Kopf war das actionreicher. Carina zwingt mich immer zu so Sachen, wo ich irgendwie mit meiner Höhenangst kämpfen muss. Und hier muss man nach unten schauen, um weiterzukommen. Geht doch. Ja. Geht doch noch höher. Wir machen gleich den Todespfad da. Im Leben nicht. In meinem naiven Kopf dachte ich, man könnte hier so easy peasy klettern und sich aufzeichnen gleichzeitig. Wir sind gerade auf einer leichten Trail und ich finde es jetzt schon zu krass. Ist schon okay, macht schon Spaß. Du machst das sehr gut. Geschafft. Ey, ich wag's, wenn diese Kinderattraktionen mich immer so richtig aus der Bahn werfen. Hey! Ich habe gestern einen tollen Begriff für Travel Where You Live gelesen und der ist Staycation. Das machen wir hier gerade. Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich hier rauskomme. Wow. 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 So, also man merkt schon, dass dieser Park hier auf jeden Fall für Kinder einfacher ist als für Erwachsene, weil größentechnisch, vor allem bei meiner Größe, stößt man jedoch auf Probleme hier und da. Macht schon Spaß. Manche Situationen waren jetzt ein bisschen tricky, muss ich zugeben. Und jetzt machen wir den absoluten Oberendgegner. Ich weiß nicht, warum es hier schon so viele Marius kämpft gegen seine Höhenangst Folgen gab. Ist wieder total unangenehm. Wie immer, wie jedes Mal. Liegt auf jeden Fall nicht an mir. Bitte was? Liegt nicht an mir, dass ich dich immer dazu zwinge. Das sind 17 Meter hoch. Oh Gott! Tschüss! Ciao! Darf ich? Ja, du darfst. Oh. Guck mal. Oh, es hat auf jeden Fall. Cool. Oh, nice.
Wie war's? Ja, war lustig. Nochmal. Ah, lustig war es, aber tat auch ordentlich weh. Es war jetzt doch sehr anstrengend. Dementsprechend erstmal wichtig zu essen. Ich hatte mega Hunger. Und es fühlt sich immer an wie ein Date, wenn man essen geht, oder? Was? Das fühlt sich immer ein bisschen an wie ein Date, wenn man essen geht. Ja. Man könnte ja davon ausgehen, dass ich so der Künstler unter uns beiden bin. Das war ein Fass. Was hast du gemalt? Das will ich nicht sagen. Das war ein Versehen. Das sollte eigentlich viel mehr hier so vorne sein. Die ganz tolle Aufgabe. Einkaufen. Ein bisschen kühler als gedacht. Sommer. Es war jetzt wirklich anstrengend heute. Ich finde so ein paar Tage lang hintereinander Action-Urlaub zu machen, wie wir es getan haben. Total fail, weil es war überhaupt kein Action-Urlaub. Es ist wirklich sehr entspannter Touri-Urlaub. Aber trotzdem haben wir jeden Tag was gemacht. Es war irgendwie jeden Tag ein bisschen körperliche Action und in unserem Alter, ne, wir sind jetzt keine 20 mehr, ist man schon auch irgendwie, also ich war sehr kaputt und Carina ist es auch und ich glaube, wir sind jetzt einfach ein bisschen im Sack. Trotzdem war es mir jetzt wichtig, dass wir eben unser Ziel nicht aus den Augen verlieren, auch mal ein bisschen Sonnenuntergänge zu schauen und ja, einfach was Schönes zu machen. Deswegen haben wir uns jetzt hier noch ein kleines veganes Eis gegönnt, Sonnenuntergang geschaut, aber es ist echt saumäßig fresh. Deswegen gehen wir jetzt auch schnell wieder nach Hause. Ist dir gefallen, hattest du einen guten Tag? Ja, mir ist kalt. Das ist krass, ne? Ende Juli. Was mir auf jeden Fall an diesem Tag geblieben ist, ist, dass Carina unter Stresssituation deutlich besser mit der GoPro umgehen kann als ich. Fail. Unser Abenteuerurlaub neigt sich quasi dem Ende. Ab nächster Woche gibt es wieder regulären Filmmaking-Content. Mehr oder weniger regulär. Ich will keine falschen Versprechen machen. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Anschauen. Bis nächste Woche. Schönes Wochenende erstmal. Ciao. Tschüss. Marina, jemand hat in den Kommentaren geschrieben, ich soll dich mehr zu Wort kommen lassen. Nee. So. Ich hab nichts zu sagen. So ist es.